machen heute mal wieder einen Vlog und zwar zeige ich euch einfach mal, wie so ein freier Tag bei mir aussieht. Natürlich habe ich mir jetzt einen Tag rausgesucht, wo ich auch ein bisschen an Videos arbeite und sowas, dass ihr da auch mal einen kleinen Einblick bekommt. Ich habe den Tag heute ganz entspannt mit Yoga und einem schönen Frühstück angefangen. Das versuche ich regelmäßig zu machen. Gerade Yoga klappt nicht immer, aber ein gutes Frühstück ist muss. Und jetzt ist der Plan, hier eine kleine Aufräumsession in meinem Zimmer zu machen. Dann ein bisschen E-Mails, Nachrichten und Kommentare zu beantworten und dann heute auch noch ein Video zu drehen, also ein anderes als diesen Vlog. Und bevor ich mit dem einen anfange, mache ich jetzt aber noch eine kleine Social-Media-Runde. Es ist jetzt so gegen 9:30 Uhr, ich war bis jetzt noch gar nicht am Handy, das ist für mich auch schon Rekordzeit, also ja, manchmal bin ich da schon ein bisschen früher dran, aber ich versuche das gerade so ein bisschen nach hinten zu schieben, gerade an den freien Tagen, damit man eben einfach auch entspannt in den Tag starten kann. Ist jetzt nicht das krass aufgeräumteste Zimmer, aber ich glaube, das passt so. Die hier stehen im Hintergrund immer rum, also die Lichter, wenn ich gerade kein Video aufnehme, von daher nicht wundern. Auch der Tisch hier sieht immer noch sehr chaotisch aus, aber das sind die Bilder, die ich bereits ausgedruckt habe für das Japan-Fotoalbum, was ich gerade mache. Und wenn ich das wegräume, dann werde ich da nie dran weiterarbeiten. Deswegen ist das was immer irgendwie da sein muss, damit es für mich präsent ist. Ich habe jetzt auch meinen Laptop hier hingelegt, falls sich darüber jemand wundert. Und zwar, wenn ich an meinem normalen Schreibtisch sitze, wo ich halt auch sitze, wenn ich arbeite aktuell im Homeoffice, dann bin ich irgendwie nicht so produktiv, beziehungsweise setze ich mich halt einfach nicht wirklich dahin. Deswegen habe ich jetzt angefangen, alle kreativen Hobby-Sachen, sage ich mal, hier an dem Tisch zu machen. Und das funktioniert eigentlich gerade ganz gut. Also man hat einfach nochmal einen anderen Space und mit einem anderen Blick und ja. Und das ist mein kleines Arbeitszimmer. Ich bin übrigens nicht auf Social gerade, sondern ich schaue in der YouTube Studio App, weil die finde ich übersichtlicher als die Analytics manchmal. Schaue ich gerade so ein bisschen, wie das Video von gestern, das ist das Top 3 Japan-Spiele-Video, wie das performt. Und ich bin ganz zufrieden mit den neuen Videos, also sie werden sehr gut angenommen. So, Kommentare wären abgehakt. Jetzt Instagram-Nachrichten. Ich habe letztens eine ganz interessante Anfrage bekommen. Und zwar hat mich jemand angeschrieben und gemeint, dass er aufgrund einer Krankheit nicht fliegen kann. Und er hat mich gefragt, ob ich vielleicht weiß, ob es einen Weg gibt, wie man nach Japan kommen kann, ohne zu fliegen. Und tatsächlich habe ich mich mit diesem Thema auch schon beschäftigt, weil Fliegen ja so eine Sache ist. Und natürlich ist das, was ich jetzt gleich erzähle, keine Alternative für den typischen Japan-Urlaub. Aber es ist etwas, was ich ja eigentlich gerne in meinem Leben einmal gemacht haben möchte. Und zwar gibt es eine Zugverbindung von Berlin nach Tokio. Und zwar fährt man von Berlin nach Moskau. Das dauert ungefähr 24 Stunden, das heißt, da geht ein Tag drauf. Dann fährt man von Moskau nach Vladivostok. Sorry, falls ich das falsch ausspreche. Russisch ist für mich echt Fremdland. Und das dauert zwischen 6 und 7 Tagen, ich finde es so krass, dass man von Berlin nach Moskau in einen Tag kommt, aber durch Russland fährt man dann 7 Tage. Das heißt, sagen wir mal 6 Tage plus den einen Tag sind wir bei einer Woche. Und dann fährt man von Vladivostok nach Sakaiminato. Das ist schon in Japan, ich weiß nicht genau wo, aber das dauert nochmal 44 Stunden.
Das heißt, das sind nochmal 2 Tage dazu. Dann fährt man von Sakai-Minato nach Tokio. Und das dauert... Da steht hier nicht, wie lange das dauert. Aber ich vermute mal, dass es in Japan auch nochmal so ein Tag dauern wird. Also das heißt, man ist gut 1,5-2 Wochen unterwegs. Und das ist natürlich was, das kann man nicht für den Japan-Urlaub machen, wo man jetzt irgendwie 2 Wochen in Japan ist. Also kann man schon machen, aber ich glaube, jeder in einem normalen Job kann sich halt nicht einfach mal 6 Wochen frei nehmen, um halt 2 Wochen in Japan zu sein. Aber wenn ich noch mal länger in Japan leben sollte, beziehungsweise länger in Japan Urlaub machen sollte, als so 2-3 Wochen oder so, dann würde ich das gerne ausprobieren. Also dann würde ich gerne mal diese Zugreise machen, einfach um mal auch wahrzunehmen, wie weit ist das eigentlich weg. Also einfach mal, um mehr ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß diese Distanz ist. Also es sind ja irgendwie so 9.000, 10.000 Kilometer, je nachdem von wo bis wo man berechnet. Und ich möchte gern einmal in meinem Leben mindestens diese Reise embracen und sagen so, ja Mann, ich habe ein Gefühl dafür, wie weit das weg ist. Es ist natürlich schade bei der Person, die mich jetzt angeschrieben hat, dass er auf so eine länger dauernde Alternative zurückgreifen muss aufgrund der seiner Krankheit oder ihrer Krankheit, ich weiß es nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass es da andere Möglichkeiten gibt. Und jetzt habe ich noch eine E-Mail. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob diese E-Mail eine echte Anfrage ist oder irgendwie ein bisschen fake. Deswegen wollte ich da mal ein bisschen googeln. Trinken ist immer wichtig. So, ich habe jetzt alle Nachrichten und E-Mails beantwortet, die bei mir noch so ein bisschen hinten dran lagen, im Hinterkopf lagen. Für manche Sachen nehme ich mir einfach gerne ein bisschen mehr Zeit, weil ich mir dazu nochmal Gedanken machen will oder halt auch wirklich der Person nicht nur einfach mal so nebenbei antworten möchte. Und das habe ich jetzt alles erledigt. Und da sicher der ein oder andere jetzt interessiert ist an dieser Anfrage, die ich eben gecheckt habe, ob die halt auch legit ist, erzähle ich jetzt mal ein bisschen was dazu. Und zwar kam die Firma JR Pass auf mich zu. Also das ist eine Firma, die verkauft zum Beispiel JR Rail Passes, die ganzen regionalen Pässe, also wie den Tokyo White Pass. Die verkaufen aber auch Pocket Wi-Fis für den Japan-Urlaub oder auch ein Meet and Greet. Also das heißt, wenn man in Japan ankommt, dass man am Flughafen direkt von irgendeinem Mitarbeiter von deren Firma sozusagen in Empfang genommen wird und die halt so bei den ersten Schritten helfen. Und die haben ein Affiliate-Programm, bei dem ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr das nächste Mal zum Beispiel einen JR-Pass kaufen wollt. Für euch bleibt der Preis gleich. Wenn ihr über meinen Link bestellt, dann kriege ich eine kleine Provision. Sie haben auch geschrieben, dass es natürlich aktuell ein bisschen schwierig ist, weil man ja nicht nach Japan aktuell einreisen kann. JR Pass, also die Firma, ist gerade sehr zuversichtlich, dass sich das bis Ende des Jahres ändert. Ich habe da gar keine Meinung zu. Also ich bleibe einfach gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Aber langfristig gesehen, falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen bei eurer nächsten Japan-Reise, dann könnt ihr euch gerne die Links irgendwie abspeichern oder zu diesem Video oder zu jedem Video, wo ich es dann nochmal erwähnen werde, drauf zurückkommen. Ich finde es ganz spannend, dass sie auf mich zugekommen sind, weil die E-Mail war halt komplett auf Englisch, aber sie haben trotzdem halt anhand meiner Videos gemerkt, dass ich halt über den JR-Pass geredet habe. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so schwer, ne? Aber oder generell haben sie meine eine Playlist erwähnt, die Japanreise 2019 und so, also die haben da schon ein bisschen Arbeit reingesteckt und es ehrt mich voll, dass sie so auf mich zugekommen sind und so, ja Mann, deine Videos sind voll toll und ich dachte so, wow, okay. Das ist so ein bisschen Reward für das, was man macht. Aber es ist jetzt tatsächlich schon 11.10 Uhr, das heißt, vor Mittagessen werde ich wahrscheinlich das Video, was ich heute drehen wollte, nicht mehr schaffen. Deswegen, vielleicht lese ich jetzt nochmal über mein Skript drüber, um zu gucken, ob mir das wirklich gefällt, weil es ist ein etwas schwieriges Thema. Wenn ihr das Video hier seht, dann ist es schon online. Also das ist das letzte Video, was jetzt wahrscheinlich letzte Woche oder vor 2 Wochen rauskam, was ich jetzt gleich drehen werde. Und ich bin gespannt. Ja, ich lasse das mal so stehen. Ich bin einfach gespannt. Anyway, ich laber voll viel. Auf geht's, Skript lesen. Thank you.
für das Video aus. Also ich habe den Couchtisch hingestellt und setze mich dann gleich da auf ein Kissen, also auf das hier. Und nehme das Video hier auf, weil ich dachte, das ist mal ganz cool, eine andere Perspektive zu haben, gerade für ein Thema, was ein bisschen nicht so typischerweise auf meinem Kanal ist. Und deswegen wollte ich gerne irgendwie eine andere Atmosphäre schaffen mit dem hier im Hintergrund. Das habe ich noch nicht weggeräumt. Ja, genau. Und dann habe ich hier gleich so ein bisschen mein Skript drauf, damit ich da ein Auge drauf haben kann. Damit nehme ich den Ton auf. Das habe ich jetzt für den Vlog nicht gemacht. Und dann haben wir hier einen Color Checker. Das ist ein cooles Ding für Farben. Das benutze ich gerade so ein bisschen und probiere damit rum. Erleichtert viele Dinge, aber ich lerne auch da noch mit umzugehen. Und dann kommt hier gleich die Kamera hin und dann geht's los. Ja, das war kein leichtes Thema. Ich will das jetzt aber auf jeden Fall durchziehen, Rassismus mal zu thematisieren, weil mir das einfach wichtig ist. Ich meine, ihr habt das Video ja wahrscheinlich schon gesehen, wie gesagt. Es ist jetzt übrigens schon nach 15 Uhr. Ich habe vorhin noch eine Matcha-Selbstlernstunde, sag ich mal, dazwischen geschoben, weil ich versuche nach 14 Uhr kein Koffein mehr zu trinken, weil das ist irgendwie nicht so gut für meinen Schlafzyklus. Ja. Und jetzt habe ich alles erledigt, was ich heute machen wollte. Darauf bin ich stolz. Es fühlt sich gerade an, irgendwie falsch. Es fühlt sich gerade falsch an, so energetisch zu sein, nachdem ich eben über irgendwie so ein krass mieses Thema geredet habe. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal gucken, was ich den Rest des Tages noch so mache. Vielleicht ein bisschen Japanisch lernen, vielleicht ein bisschen zocken. Nach einem kurzen Spaziergang und einer kleinen Lernsession werden wir jetzt erstmal was essen und suchen jetzt gleich erstmal was raus, was wir nebenbei ein bisschen schauen wollen. Bevor wir jetzt gleich zum Ende des Tages übergehen und noch ein bisschen Yakuza spielen, habe ich noch eine Sache, die ich gerne machen möchte. Und zwar hat Max mir zum Geburtstag diese, wie nennt man das, Joy-Con? Shells. Wie? Ja. Ah, okay, Shells. Nee. Hülle ist ja nicht. Nee, aber... Ummantelung der Technik. Auf jeden Fall hat er mir die zum Geburtstag geschenkt und die Farbe heißt Matcha Grün. Meine Joy-Cons waren ein bisschen kaputt und ich habe die zu Nintendo eingeschickt und reparieren lassen. Und ja, jetzt machen wir die wieder aber auf und hoffentlich nicht kaputt, aber weil halt hier von der Mechanik her auch ein bisschen was kaputt war und der zum Beispiel nicht mehr richtig in der Switch drin gehalten hat und ein paar Knöpfe nicht mehr funktioniert haben, habe ich die einmal eingeschickt und tatsächlich umsonst repariert bekommen, obwohl definitiv keine Garantie mehr auf den drauf war. Aber naja, ich beschwere mich nicht, dass die gratis zurückkam. Aber jetzt machen wir die auf jeden Fall auf und machen das hier dran. Und ich habe mir extra Werkzeug gekauft. Ich freue mich voll, das auszuprobieren. Nach ewigem Hin und Her probieren ist der erste jetzt fertig, der zweite auch gleich. Ja, der zweite ist auch fertig. Sehr gut. Sieht erstmal ganz gut aus. Das Einzige, was wir nicht tauschen konnten, sind halt die. Da gab es keine Knöpfe dafür. Und ja, ich glaube, das stört aber gar nicht so sehr, weil die sind entweder eher an der Switch dran oder in der Schiene oder so. Und jetzt werden wir mal ausprobieren, ob die auch funktionieren. Okay.
Der Knopf funktioniert schon mal. Warte mal, wir müssen erstmal. Ah ja, ja, doch, der funktioniert auch. Wir gehen mal kurz in die Controller-Einstellung. Ja, genau, also er kennt die Controller ja, weil die hatte ich ja vorher schon dran. Das heißt, das ist schon mal kein Problem. Ja. Warte mal. Ja gut, das ist jetzt. Genau. Ja. So, also es scheint erstmal alles zu funktionieren. Wir können gleich mal die Schultertasten ausprobieren, weil da bin ich mir nicht sicher. Gerade die hier ist sehr fest. Und es sieht cool aus. Es ist jetzt nicht so ganz die Farbe, die ich unter Matcha-Grün erwartet hätte, aber die Frage ist auch, was ist Matcha-Grün? Ne? Es kann so unterschiedlich sein. Ja. Also der funktioniert gut. Der sieht gut aus. Das passt. Nein! Ich komme nicht an mein Handy. Nee, warte, denn? Doch, nee, das ist das Handy. Never mind. Ich dachte gerade, hä? Aber warte, wie kann ich den testen, ob der funktioniert? Ich weiß es nicht. Ah, der funktioniert auch, aber man muss ganz schön drücken. Also der ist ein bisschen... Ja, das sollten wir vielleicht nochmal machen. Ja, der ist ein bisschen schwierig. Hä, aber ist auf dieser Tasse nichts drauf bei Animal Crossing? Ja, ZL. Hab ich hier was? Ja, hier, doch, geht. Nice. Ja, immerhin. Okay. Also nur der eine da oben, der halt so ein bisschen Probleme macht, der hier. Also, ja, wobei, er geht halt. Er geht, aber es ist ein anderes Drückgefühl als bei den anderen Knöpfen. Aber nice. Finde ich cool. Danke für das Geschenk, Max. Gerne doch. Wir werden jetzt den Abend gleich noch ein bisschen mit Yakuza ausklingen lassen. Ich wollte vorher aber noch mal ein paar Worte zu dem heutigen Tag verlieren. Und zwar war das ein sehr repräsentativer Tag für einen freien Samstag von mir. Und irgendwie war es aber auch so gar nicht repräsentativ. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten, gerade wenn ich so auf den Tag zurückblicke, weil ich habe heute echt viele Sachen gemacht, die ich so in meiner Freizeit mache. Also ich bin vielen Hobbys nachgegangen, bin spazieren gegangen etc. Und ich wollte nochmal dazu sagen, dass das nicht jeden Tag von meinen freien Tagen so ist. Also es gibt auch Tage, wo ich einfach nur auf der Couch liege. Also bitte macht euch keine Gedanken, ob ihr irgendwie eine Lazy Potato seid. Das bin ich auch manchmal. Mal. Ich hatte irgendwie das Gefühl nur heute, dass auch das Vloggen mich noch mal ein bisschen gepusht hat, ein paar Sachen zu machen, die ich sonst vielleicht nicht gemacht hätte oder so. Von daher war es, wie gesagt, irgendwie repräsentativ, weil viele Dinge dabei waren, aber irgendwie auch nicht, weil eben nicht jeder Tag bei mir so aussieht. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.